Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns total, dass wir dich auf der Reise zu deinem ersten Online-Kurs-Business begleiten dürfen und dass wir gleichzeitig alle unsere Learnings mit dir teilen können. Und heute quatschen wir mal ein bisschen darüber, dass du dich auf gar keinen Fall aufhalten lassen sollst und dass du auf jeden Fall einen langen Atem brauchst. Das wird auf jeden Fall der Fall sein, das können wir dir auf jeden Fall versichern, aber es wird sich mega lohnen. Und jetzt sind wir eigentlich schon an einem mega wichtigen Punkt angekommen, weil wenn du etwas erreichen möchtest, dann reiß dich zusammen und komm aus deiner Komfortzone raus. Das brauchst du auf jeden Fall. Also, wenn du mehr willst, dann hab Hunger nach mehr, hab Hunger, etwas Großes zu erreichen, komm aus deiner Komfortzone raus, komm raus, dein Leben einfach so an dir vorbeiplätschern zu lassen. Hör auf damit, deine Abende mit irgendeinem Nonsens zu verbringen, vielleicht auf der Couch einfach nur rumzufletzen und dich irgendwie von Netflix berieseln zu lassen, weil da geht einfach mehr. Du kannst dich doch einfach eine Stunde mit einem super geilen Buch hinsetzen und dabei dein Mindset oder deine Gedankenwelt richtig erweitern. Hinterfrag dich doch vielleicht mal, warum sitzt du denn jetzt gerade schon wieder vor der Glotze und lässt dich von irgendetwas berieseln? Vielleicht, weil du von deinem Tag abschalten möchtest? Okay, aber come on, ist dein Leben denn wirklich so schlimm, dass du davon abschalten musst? Also warum verbringst du dann einen Abend nicht mit etwas Positivem? Also wie schon gesagt, setze dich hin, lese ein geiles Buch oder wenn du mitten in deinem Online-Kurs bist, dann brainstorme vielleicht dein nächstes Modul oder deine nächste Inhaltsangabe. Schaff einfach etwas Geiles, was dich nach vorne bringt, weil damit kannst du auch mega abschalten, aber du bist direkt in dem Flow und bewegst dich in eine ganz, ganz andere Richtung. Und ja, genau, immer dieser Begriff, oh, ich habe keine Zeit dazu, oh nee, da habe ich jetzt keine Zeit, da habe ich morgen keine Zeit. Nein, 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 du hast Zeit. Wenn du etwas Geiles bewegen willst, dann findest du die Zeit dafür. Und wenn du den ganzen banalen Mist, der vielleicht noch rechts und links ist, einfach mal weglässt oder wenn du vielleicht auch einfach mal eine Stunde früher aufstehst, du wirst verdammt nochmal die Zeit finden, die du brauchst. Keine Ausreden mehr. Ja, zum Thema raus aus der Komfortzone kann ich auch direkt eine ganz persönliche Geschichte erzählen. Und zwar bin ich mit 9 Jahren in ein Ballettinternat gekommen. Ganz weit weg von meinen Eltern und das zu einer Zeit, wo es noch keine Handys gab. Also da war nicht dieser Kontakt da, dass man sich über FaceTime sehen konnte. Ich war wirklich in Anführungszeichen auf mich allein gestellt in einer fremden Stadt, weit weg von zu Hause und durfte nur in den Ferien nach Hause. Das hieß also für mich zum einen, ich hatte wahnsinniges Heimweh, aber auch hatte den Traum, prima Ballerina zu werden. Das heißt, auf den ganz großen Bühnen von Deutschland zu tanzen. Ich konnte natürlich nicht mal im geringsten abschätzen, was das bedeutet, diesen Traum dann auch zu verwirklichen. Ja, wie dem auch sei, ich saß dann wirklich mit 9 Jahren in diesem Internat und habe alles gegeben für diesen Traum. Das bedeutete für mich, also wir waren ganz klassisch morgens in der öffentlichen Schule, also ich bin aufs Gymnasium gegangen und hatte aber jeden Nachmittag, und zwar nicht 5 Tage die Woche, nein, 6 Tage die Woche bis in den Abend rein Training. Das heißt, ich stand den kompletten Nachmittag im Saal, während meine ganzen Freundinnen zu Hause mit ihren Freundinnen gespielt haben. Und zwar mit Barbies und Puppen. Am Wochenende, also samstags, wenn ich auch wieder im Saal stand, da sind die schön ins Freibad marschiert und ich habe trainiert. Ich habe so lange trainiert, bis meine Zehen blutig waren. Ja, und wenn du jetzt beim Ballett richtig was erreichen willst, dann heißt das, du kannst nicht nur einfach ins Training gehen, sondern dann heißt das, du musst immer ein bisschen besser sein als die Mädels links und rechts neben dir, weil es gibt eben nur diese eine Hauptrolle. Bedeutete für mich, wenn ich diesen Platz erreichen möchte, dann gehe ich natürlich vor dem Training noch eine Stunde früher in den Saal, um mich aufzuwärmen, um mich extra zu dehnen, um nochmal meine ganzen Choreografien durchzugehen und bleibe, wenn ich das irgendwie möglich machen kann, nach dem Training auch noch eine Stunde länger. Ja, und das jeden Tag.
Jahren, das ging meine ganze Kindheit so. Und wenn ich weiter drüber nachdenke, dann ist es halt auch so gewesen, dass wenn ich blutige Zehen hatte, weil ich jetzt schon 3, 4, 5 Stunden auf den Spitzenschuhen getanzt habe, zu meiner Lehrerin gegangen bin und ihr gesagt habe, ich kann nicht mehr, das funktioniert nicht. Ne? Ich habe Schmerzen, ich habe blutige Blutblasen, das ist durch die Spitzenschuhe durchgesifft. Dann hat die gesagt, da gibt es kein Problem. Ab, zurück, an die Stange, weiter tanzen. Und das habe ich ein paar Mal gemacht, bis ich es einfach nicht mehr gemacht habe, bis ich weiter getanzt habe. Also ich bin immer über meine Grenzen gegangen. Da soll jetzt keine Anleitung dazu sein, dass man das generell so machen soll. Aber wenn man einen großen Traum hat, dann gibt es diese Phasen im Leben, wo man über seine Grenzen gehen muss, um ein bisschen besser zu werden als die Leute links und rechts neben dir. Weil mir auch ganz schnell bewusst war, wenn ich das nicht mache, dann macht es ein anderes Mädchen. Dann tanzt ein anderes Mädchen diese eine Hauptrolle, worauf ich es ja abgesehen hatte. Das hieß, es blieb irgendwie für mich auch gar keine andere Wahl, als Vollgas zu geben. Und diese Geschichte, die zeigt dir, wenn man wirklich was erreichen will, und ich habe nachher auf den großen Bühnen in Stuttgart und in Berlin getanzt, dann gibt es diese Phasen im Leben, da musst du einfach eine Extrameile laufen. Und das heißt sehr oft, nein, das heißt es eigentlich immer, du musst raus aus deiner Komfortzone. Ich musste auf diesen blutigen Zehen weiter tanzen, weil nur dann habe ich diese Technik perfektionieren können. Das war leider so. Heißt also, wenn du jetzt was erreichen willst, dann beiß die Zähne zusammen, hab vollen Fokus auf dein Ziel, auf deinen Lebenstraum, auf diese eine Vision. Dazu haben wir auch ein mega Video abgedreht. Das verlinken wir dir hier oben. Da erfährst du nämlich zum Beispiel auch, warum es so wichtig ist, dass du deinen großen Traum auch mal aussprichst. Das habe ich als kleines Mädchen gemacht. Ich habe mit 9 Jahren gesagt, Mama, ich will prima Ballerina werden. Ja, und damit, nur dass ich das einmal ausgesprochen hatte, hat sich eine riesige Welle in Bewegung gesetzt und ich habe es dann erreicht, dass ich tatsächlich an dieser gigantischen Schule genommen wurde, dass mein Talent gefördert werden konnte und ich eines Tages auf der großen Bühne stand. Heißt also, du kannst wirklich, wenn du was aussprichst, deine Träume eben auch erreichen. Also, probier es aus. Ja, mega gutes Beispiel. Ein Traum, der ausgesprochen wurde und direkt auch in die Umsetzung gegangen ist von Lisa. Und sind wir doch alle mal ganz ehrlich, wir haben doch alle irgendwie einen Traum in uns, oder? Wie viele lassen die Träume aber so schnell, wie sie auftauchen, auch wieder in der Versenkung verschwinden? Weil sie einfach denken, oh, das schaffe ich eh nicht. Oh, das ist doch eh nicht möglich. Und das ist falsch. Wir haben alle Träume. Der eine möchte mit Delfinen schwimmen, der andere möchte mehr Zeit mit der Familie. Wir beide, wir haben gesagt, ey geil, wir wollen unser eigenes Business rocken, weil wir eben Bock haben, in den Sommerferien 6 Wochen mit den Kindern zusammen zu sein, weil wir Bock haben, unseren Kindern einfach das vorzuleben, was uns erfüllt. Und du wirst auch einen Traum haben und an dem hältst du fest. Und du gehst aus deiner Komfortzone raus und du wirst ihn dir auch ermöglichen. Achte dabei aber total auf dein Umfeld. Man wird das vielleicht im ersten Step gar nicht für möglich halten, aber das Umfeld um einen herum ist wirklich oft ein riesengroßer Faktor. Also, wenn du deinen Traum gefunden hast, den du verfolgen möchtest, dann gehe bitte nicht zu den Menschen, die sich in deinem Umfeld eh irgendwie auf einem Stillstand bewegen. Denn die Menschen wissen meist nicht, was du machen musst, was du machen kannst, um deinen Traum auch im Endeffekt in Erfüllung, in die Tat umsetzen zu können. Die Menschen halten dich leider Gottes wirklich oft auf. Die deckeln dich sozusagen. Also konzentriere dich bitte, bitte, bitte auf die Leute, die dich groß machen, die vielleicht schon da sind, wo du auch hin möchtest, weil die supporten dich auf jeden Fall. Der Support kommt meistens von den Menschen, die erfolgreich sind, die ihre Träume schon verwirklicht haben. Der Support kommt meist nicht von unten. Das ist wirklich ganz, 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 ganz wichtig. Du musst dahin gehen und dich dahin orientieren, wo du selber hin möchtest. Ja, ich kann das total unterschreiben. Damals, als ich diesen Wunsch nämlich geäußert hatte, dass ich unbedingt, aber wirklich unbedingt prima Ballerina werden möchte, hat nämlich mein Opa gesagt, was soll das denn? Das mit dem Rumgehopse. Der hat das, ja, es war nur leider nicht aber so aber wie schön, witzig, das ne? mit dem Rumgehopse. Ja, aber ja. Ne, da siehst du mal wieder, das mit dem Rumgehopse. Genau, das wurde so abgetan. Ja.
Und für mich war das aber ein riesengroßer Lebenstraum. Und klar, ich konnte das überhaupt nicht abschätzen, was das vielleicht mal für mein Leben bedeutet. Aber mein Opa, der fand das nämlich einfach völlig sinnfrei. Ja, aber ich hatte meine Eltern, die haben total hinter mir gestanden, die habe ich mega supported. Ich habe einen unfassbar genialen Patenonkel, der stand hinter mir. Der hat mich auch ganz oft besucht. Also immer, wenn er auf Geschäftsreise war, ist er bei mir vorbeigekommen. Und ich hatte auch eine Ballettlehrerin, die von Anfang an gesagt hat, die Lisa, die hat so viel Talent. Genau, die hat eben mit meinen Eltern gesprochen und hat uns ermutigt, dass wir diesen Traum verfolgen sollen. Ja, und dann ist was Magisches passiert. Ich bin dann eben nach Stuttgart ins Internat gekommen und dort war es eben so, dass um mich herum eben nur noch Balletttänzer waren. Ganz, ganz viele Mädels, die genau diesen Traum hatten, eines Tages auf dieser großen Bühne zu stehen. Und deren Eltern, die haben die auch supportet, die ganzen Trainer haben uns supportet, die Erzieher im Internat. Also es war eine große Bubble, in der ich dann auf einmal gelebt habe, die das aber komplett zu 100% verstanden haben und supportet haben. Also du siehst, auf einmal war dann mein Traum ja eben möglich. Also ich hatte genau das richtige Umfeld, was ich für diese Vision gebraucht habe. Das wäre jetzt für mich schwer möglich gewesen, wenn mein Opa da irgendwie täglich um mich herum gesprungen wäre. Hatte aber tatsächlich, das kann ich noch einschmeißen, in der Schule auch meine Probleme. Weil in der Schule haben das nicht alle Lehrer verstanden, warum wir jetzt vom Sportunterricht befreit waren oder warum wir zum Klassenausflug nicht mit konnten, weil wir natürlich im Training ja auch verpflichtet waren und haben dann ihre Sprüche abgelassen. Also das hieß schon auch für mich, dass ich da ein ganz dickes Fell gebraucht habe. Aber auf der anderen Seite war ich ja in dem Internat in der richtigen Bubble. Und jetzt ist es total interessant und vor allen Dingen wichtig zu verstehen, dass diese Bubble nicht nur im Positiven funktioniert, nein, die funktioniert nämlich auch, wenn du Sorgen hast, wenn Dinge nicht funktionieren. Du kannst dir bei den Großen was abschauen, du kannst um Rat fragen, du kannst dir die Tipps und Tricks bei denen abschauen, die schon diesen einen Schritt weiter sind als du. Das heißt jetzt zum Beispiel, ich bin hoch zu den großen Mädels und habe die gefragt, hey, wie kann ich meine Spitzenschuhe so präparieren, dass ich eben weniger Blasen bekomme? Wie funktioniert diese eine Piorette linksrum? Ja, habe ich einfach nicht hingekriegt alleine, aber ich konnte diese Fragen den richtigen Mädels stellen. Und genau das Gleiche kannst du eigentlich machen mit deinem Online-Business. Wenn du dich jetzt natürlich mit deiner besten Freundin darüber unterhältst und die hat überhaupt gar keine Ahnung vom Online-Business, ist sie ja bestimmt auch noch gewillt, dich zu supporten und zu unterstützen. Aber das, was dich wirklich weiterbringt, das bekommst du im Endeffekt von oben. Wie bei Lisa, die großen Mädels, die ihr gezeigt haben, wie sie ihre Pirouette im Endeffekt linksrum dreht, ist es eben so, dass du diejenigen, die eben mit ihrem Online-Business schon erfolgreich sind, dass du genau die fragen kannst. Und genau das sind ja auch diejenigen, wie zum Beispiel wir, die dir ja genau den richtigen und einfachen Weg zeigen, damit du ganz, ganz viele Fehler rechts und links eventuell auch schon vermeiden kannst. Also eventuell musst du es auch aufgeben, Menschen zu erklären, die dich vielleicht einfach nicht verstehen wollen oder verstehen können. Dreh dich um und connecte dich genau mit denen, die es tun, die das eventuell auch schon leben, wo du eben auch hin möchtest. Und auch, wenn manchmal vielleicht der ein oder andere auf der Strecke bleibt, sieh es positiv, weil was passiert dadurch? Du hast Platz für neue Menschen, die du kennenlernen wirst und die du auch kennenlernen musst, um wirklich erfolgreich zu sein mit dem, was du dir vorgenommen hast in deinem Online-Kurs-Business. Ja, unser Glück ist zum Beispiel, um nochmal so ein kleines Beispiel von uns reinzubringen, Lisa und ich haben einfach mega, mega Glück und dafür sind wir sehr, sehr dankbar an euch zwei da draußen. Jackpot-Männer. Wir haben super Männer, die wirklich von Sekunde eins, also wirklich absolut mit dabei waren. Man kann das nicht anders sagen. Wir haben, glaube ich, nur einen Satz gesagt mit, wir haben die Idee und da war sofort der positive Support da, überhaupt nicht dieses, oh Gott, habt ihr euch das gut überlegt und denkt ihr denn, das ist das Richtige? No way. 100% direkt hinter uns. Also kam überhaupt nicht in Frage. Das ist die eine Seite. Dann haben wir aber auch, natürlich, klar, und das wird auch bei dir passieren. Du musst dir darüber nur im Klaren sein, weil dann kannst du dich schon mal preparen darauf, was eventuell auch ein bisschen emotional eben auf dich zukommt. Und das haben wir auch. Wir haben aber auch in unserem Freunden- und Bekannteskreis natürlich Menschen, die uns folgen. Wie soll ich das sagen? Aber wir bekommen
keine Likes, wir bekommen keine Kommentare, wir bekommen auch kein Feedback. Aber das ist okay. Das ist okay. Das ist so. Du darfst dich nur niemals von sowas runterziehen lassen. Du musst das dann einfach ab einem gewissen Punkt für dich selber ausgrenzen und sagen, so what, das ist so, aber lass ich nicht an mich ran. Lisa und ich zum Beispiel konzentrieren uns dann natürlich in erster Linie erstmal auf uns beide, auf unsere Männer und auf all unsere lieben, lieben Menschen da draußen, die uns eben supporten und die einfach an unserer Seite stehen und uns einfach mega viel Kraft geben für das Ganze. Und dafür können wir eigentlich nur Danke sagen und dir einfach nur mitgeben, genau das ist der Schlüssel. Konzentriere dich auf die positiven Menschen. Ja, und ganz wichtig dabei ist, dass du den Support hast. Ja, okay, das haben wir gerade gehört, aber vor allen Dingen, dass du in die Umsetzung kommst. Weil nur dann kannst du auch wirklich was bewegen. Nur dann kannst du deine Träume wahr werden lassen. Du musst die Ballettschuhe anziehen. Du musst dein Online-Business jetzt hier auf Kurs bringen. Das kannst du zum Beispiel mit unserer Checkliste, die ist hier unten in den Shownotes verlinkt. Das ist der erste Step und dann gehst du Schritt für Schritt weiter und lässt dich auf überhaupt gar keinen Fall von irgendjemandem aufhalten. Nein. Wenn du das hier nämlich wirklich willst, dann schaffst du das. Ja, und wenn du in die Umsetzung gekommen bist, ist es auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass du mit Disziplin dabei bleibst. Und das will ich jetzt gar nicht mit einem erhobenen Zeigefinger oder so sagen, aber wir können von unserer eigenen Erfahrung her einfach nur sagen, wer wirklich erfolgreich geworden ist, der hat Disziplin an den Tag gelegt. Das ist eigentlich wie jeden Tag deine Zähne zu putzen, wie jeden Tag die Spülmaschine ein- und auszuräumen. So selbstverständlich wie eben dein Bett zu machen. Natürlich müssen auch die Rechnungen gezahlt werden. Wenn du irgendetwas davon nicht machst, wird es schwierig. Ding, ding, ding. Genau. Das heißt, zusammen. Genau. Aber aufs Business betrachtet, heißt das zum Beispiel für dich, wenn du mit einem Newsletter anfängst, dann kannst du nicht heute ein Newsletter schreiben und dann machst du 5 Monate Pause. Nee. Das funktioniert nicht. Dann verlierst du ganz, ganz viele von deinen Kunden. Du kannst sie nicht von kalte in warme Kunden quasi zu dir binden, magnetisch anziehen. Das wird alles nicht möglich sein. Du musst Disziplin haben, wenn du was erreichen willst. Also Regelmäßigkeit, Augen zu und durch. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja, und wenn du jetzt bei all diesen Punkten on fire bist, wenn du jetzt wirklich sagst, ich bin bereit, meine Komfortzone zu verlassen, mir nochmal ganz genau mein Umfeld anzugucken und da eventuell auch auszusortieren, dann in die Umsetzung zu kommen und richtig viel Disziplin an den Tag legen kannst, ich sag's dir, dann komm doch super gerne zu uns in den Start-Klar-Crash-Kurs. Wir sind on fire, mit dir durchzustarten.